Moin zusammen. Die Honigmann-Nachrichten vom 15. März 2013, Nummer 53. Ich bin schon vor Ort, wo morgen das Honigmann-Treffen stattfinden wird. New York. US-Marktaufseher schauen sich in einem Zeitungsbericht zufolge die Festlegung des Gold- und Silberpreises in London genauer an. In internen Diskussionen werde geprüft, ob es bei den Verfahren Manipulationsmöglichkeiten gäbe, berichtete das Wall Street Journal in seiner Weltnetzausgabe unter Berufung auf mit der Situation vertrauten Personen. Die für den Derivatemarkt zuständige Aufsichtsbehörde CFTC habe noch keine formelle Untersuchung gestartet. Sie nehme aber verschiedene Aspekte der Preisfindung unter die Lupe und gehe unter anderem der Frage nach, ob ausreichende Transparenz gewährleistet sei. Der tägliche Goldpreis wird von einer Gruppe Banken als Richtwert für die weltweiten Schmuckpreise, die Verkaufspreise am Goldrohstoffmarkt, für Goldderivate und so weiter festgelegt. Ich nenne das verbotene Absprache. So einfach geht das. Brüssel. Auf dem EU-Gipfel Donnerstag in Brüssel dürften die Regierungschefs ihr eine Kehrtwende beschlossen haben. Gestern Sparprogramm, heute Wachstum. Also bekommen Frankreich und Spanien mehr Zeit für ihre Defizite zu reduzieren. Dafür haben den Sparkurs in der Praxis, oder beide haben den Sparkurs in der Praxis aufgegeben. Auch Irland und Portugal bekommen Schuldenerleichterungen. Der Fokus liege laut einer EU-Stellungnahme bei diesem Gipfel daher auf wachstumsfreudiger fiskaler Konsolidierung. Wo das Wort fiskal herkommt, wissen wir doch langsam. Oder die Schuldenkrise darf nur noch im Hintergrund weiter brodeln. Die Südländer wollen versuchen, zu dem Rezept der 70er Jahre zurückzukehren. Der Staat pumpt Geld in die Wirtschaft, um die Arbeitslosigkeit künstlich zu drücken. Besonders wichtig ist es für die EU allerdings, dass es nirgendwo kracht. Daher soll es bis zum September möglichst keine Bailouts geben. Daher versucht auch die EU derzeit, Zypern im Hintergrund auf anderen Wegen etwas finanziellen Spielraum zu verschaffen. Zypern selbst ist auch kreativ und hat vorgeschlagen, doch einfach Hilfsgelder, die für Griechenland genehmigt wurden, nach Zypern umzuleiten. Das ist doch mit Südländern sowieso schon passiert, oder? Das Geld landet ohnehin bei den internationalen Gläubigern, konstatierte deutsche Wirtschaftsnachrichten.de korrekt. Zur Selbsterkenntnis. Immer das gleiche Spiel. Manipulation statt Information. Propaganda statt Aufklärung. Sie können allerdings bedingt herausfinden, wie sehr sie manipuliert sind. Nicht einfach. Erfordert Mut zur Selbstkenntnis. Hier scheitern bereits die meisten, denn die Einsicht, einen großen Teil des Lebens auf Illusionen ausgerichtet zu haben, ist oft unerträglich, um sie sich eingestehen zu können. Also lieber Illusionen inklusive ständiger Bekräftigung. Das ist das, was ich seit Jahren sage. Man konsumiert lieber und nach dem Motto, lass mich bloß damit in Frieden, sprich mich auf solche Themen nicht an. Ich will davon nichts wissen. Und ähnliche Argumentationen. Es sind keine. Wenn Sie sicher sind, etwas zu wissen und testen möchten, ob dieses Wissen eine Manipulation sein könnte, müssen Sie sich nur ehrlich fragen, woher Sie dieses Wissen haben. Lupocativoblog.com fragt, haben Sie es schon immer gewusst? Natürlich weiß es doch jeder. Es ist eine eigene Erfahrung, eine Erfahrung eines Bekannten, der kennt sich aus. Handelt es sich um Hörensagen? Haben Sie es gelesen? Wo? Fachliteratur? Welcher Verlag? Der dem gehört, wer wird von ihm gesponsert werden? In der Schule, Universität oder Zeitung? Weltnetz? Mit eigenen Augen gesehen? Fernsehen oder Kino? Und es wird immer wieder, hast du Belege dafür? Oder hast du einen Link? Nein, braucht man nicht. Ihr findet es überall, ihr müsst nur selbst graben. Vorgaben vom Spiegel oder Welt verinnerlicht als eigenes Wissen. Die Kontrolleure dieser Blätter kontrollieren auch die Gedanken der Leserschaft. Obwohl der Leser glaubt, sich kritisch informieren zu können, wird er tatsächlich nur gleichgeschaltet. Dennoch muss ich dazu sagen, bei der Welt hat sich einiges verändert. Vielleicht ist Frau Springer aufgewacht. Nochmal.
Sie hat ihren Maulwurf mitten im Imperium sitzen. Mittendrin. Missbrauchstäter. Verfassungsgerichtspräsident Voskuhle will keine Festrede für Cohn-Bendit halten. Grund: anrüchige Passagen aus seinem Buch vor 40 Jahren. Den Preis soll der Grüne dennoch bekommen, so n-tv.de. Dazu möchten wir keine weiteren Ausführungen machen. Über dieses Thema Cohn-Bendit nicht. BRID. In Deutschland wird gerade die finanzielle Leidensfähigkeit von Immobilienkäufern getestet. Mit ermutigenden Resultaten aus der Sicht der österreichischen Steuererfinder. Das lässt wohl nichts Gutes erwarten. Was nicht davonlaufen kann, ist Immobilienbesitz. Und den wird es auch treffen. Und zwar, das konnte die Presse.com ruhig prophezeien, zuerst in Form einer bereits bestehenden Vermögenssteuer, nämlich der Grundsteuer für österreichische Gemeinden. Dummerweise hüpfen uns die Deutschen nämlich gerade vor, wie leicht man im Immobilienbereich abcashen kann. Ein fürchterliches Wort. Dort ist unter den Bundesländern in den vergangenen beiden Jahren ein richtiger Wettstreit um den Rekord bei der Einhebung von Grunderwerbsteuer ausgebrochen. Die Grunderwerbsteuer ist keine Vermögenssteuer, sondern eine Transaktionssteuer, die beim Kauf von Immobilien fällig wird. Rekordhalter der hat derzeit Schleswig-Holstein, dort Erhöhung der Grunderwerbsteuer Anfang 2014 von 5 auf 6,5%, nachdem der Steuersatz erst 2012 von 3,5 auf 5 hochgeschnalzt hat. Also eine fast Verdoppelung innerhalb von 2 Jahren. Übrigens mit einer sehr herzigen Begründung. Die grüne Finanzministerin des Landes sagte, man könnte die Steuer ruhig anheben, weil sich die Immobilienkäufer das Geld von der anderen Seite ohnehin durch die niedrigen Zinsen ersparen. Eine Art Abschöpfung von Zinsvorteilen also. Im Prinzip übel. Mailand. Der italienische Politiker und Überraschungssieger der letzten Parlamentswahl, Beppe Grillo, glaubt nicht an den Verbleib Italiens in der Eurozone. De facto ist Italien doch schon aus dem Euro raus, sagte der Vorsitzende der Partei 5 Sterne in einem Interview mit dem Handelsblatt, so meldete das Handelsblatt.com es auf. Er gehe davon aus, dass auch die nordeuropäischen Staaten Italien nur so lange halten würden, bis sie die Interventionen ihrer Bank in italienische Staatsanleihen wieder reingeholt haben. Dann werden sie uns fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Grillo deutete eine Volksentscheidung zum Euro an. Er beschließe einen Austritt aus dem Euro aber nicht allein, sondern würde ein Online-Referendum zum Euro machen. Genauso wie ein Vertrag von Lissabon. Dies seien alle Themen, bei denen unsere Verfassung außer Acht gelassen worden ist. Im Interview rechnete Grillo mit dem bisherigen italienischen Ministerpräsident Mario Monti ab. Er sieht sich aber nicht als Anti-Europäer. Wir müssen uns doch fragen, was ist aus Europa geworden? Warum haben wir keine gemeinsame Informationspolitik, keine gemeinsame Steuerpolitik, keine gemeinsamen Politiker der Immigration? Warum hat sich nur Deutschland bereichert? Dieser Satz zeigt deutlich, auch Grillo ist nur eine Marionette. Lissabon. Der frühere portugiesische Ministerpräsident Mario Soares warnte, dass die Empörung im Land sich in Gewalt entladen könnte. Er hat am Dienstag in einem Beitrag für die Tageszeitung Diario de Noticias beklagt, dass Proteste bei der konservativen Regierung auf taube Ohren schießen. Wer Wind sät, wird Sturm ernten, warnte er Ministerpräsident Pedro Passos Coelho. Dessen Regierung tue so, als sei nichts geschehen, meinte Soares angeblich der Tatsache, dass am 2. März mit etwa 1,5 Millionen Menschen fast 15% der gesamten Bevölkerung für ein Ende der Sparpolitik demonstriert haben. Soares erwartet, dass die Regierung wegen des massiven Unmuts, der auch im Militär immer stärker wird, noch dieses Jahr über eine eigene Politik stolpert. Das geschehe, wenn sie weiter verzweifelte Landsleute und die steigernde Arbeitslosigkeit und die Rezession ignoriere und alle Wahlversprechen ein teurer Vertreter der Sparpolitik bleibe, berichtete heise.de.
Trikala. Ekaterina Nikolaidou, die Direktorin einer Volksschule in Trikala in Griechenland, appellierte in einem offenen Brief, sich der zum Teil unter unsäglichen Verhältnissen lebenden Kinder anzunehmen. Sie beziehen sich auf unterernährte Schüler der Schulen der Region und appellierte, aktiv zu werden, bevor Hungeropfer zu beklagen seien. In einem dramatischen Schreiben an alle Kollegen der Lehrkraft versuchte sie, mit konkreten Beispielen kleiner Kinder, die in den Schulklassen zusammenbrechen, die Gesellschaft zu sensibilisieren. Und das mitten im reichen Europa, im sogenannten Reichen. Sie spricht vom Anblick eines bis zum Skelett abgemagerten Kindes im Alter von 6 Jahren, das nach vielen Tagen seines Fehlens in einem elendigen Zustand in der Vorschule erschien. Abgemagert, kränklich, am ganzen Körper zitternd. Die Eltern des kleinen Jungen sind arbeitslos. Sie leben in einem Loch. Ihnen fehlt sogar das Brot. Sie hungern buchstäblich. Nachdem sie ihre Wohnung aufsuchte, stellte ich dies auch selbst fest. Dies ist jedoch nicht nur der Junge, der unterernährt ist. Frau Nikolaidou verlangte unmittelbar die Intervention des Kollegiums der Lehrkräfte und die Aktivierung aller Träger der Region. Der vollständige offene Brief wird nachstehend in deutscher Übersetzung wiedergegeben. Bitte lesen Sie auf griechenland-blog.gr. Washington, noch einmal die Presse.com. Die US-Geheimdienste sollen offenbar vollen Zugriff auf Finanzdaten amerikanischer und ausländischer Bürger bekommen. Die US-Regierung unter Präsident Barack Obama plante einen solchen Schritt, damit die Ermittler Terrornetze und Verbrechersyndikate aufspüren können, wie es aus einem Dokument des amerikanischen Finanzministeriums hervorgeht, das Reuters am Mittwoch vorlag. Und natürlich auf die Rentner und auf die Pensionäre, denn dort sitzt noch das Geld, genau wie hier. Durch eine Zusammenführung von Daten aus der Finanzbranche, den Strafregistern und Abwehrdiensten könnten die Geheimnisse schneller verdächtige Strukturen ausfindig machen. Das ist eigentlich nur Augenwischerei, die Begründung. Das FBI hatte bereits vollen Zugriff auf die Finanzdaten. CIA und NSA müssen jedoch auf jeden Fall einzeln beim Ministerium anfragen. Bagnan Kirchweihe. Vor kurzem kam es in der Ortschaft Bagnan bei Stuttgart zu einem Wohnungsbrand, bei dem 8 Türken ums Leben kamen. Als Brandursache gilt technischer Defekt. Führende Politiker und Regierungsvertreter der Türkei forderten dennoch lauthals lückenlose Aufklärung des Falls. Schließlich könne in der BAD ein rassistisch motivierter Anschlag nicht ausgeschlossen werden. Ebenfalls vor kurzem kam es im niedersächsischen Kirchweihe, liegt südlich von Bremen, zu einem tödlichen Streit, bei dem ein Deutscher von mehreren Türken zu Tode getreten worden ist. Der Lackierer Daniel S. verstarb am Donnerstagmorgen im Krankenhaus. Er wurde nur 25 Jahre alt. 4 Tatbeteiligte finden sich wieder auf freiem Fuß. Ein Hauptverdächtiger sitzt in U-Haft. Man darf nun gespannt sein, ob sich führende Politiker und Regierungsvertreter der Türkei auch in diesem Fall bemüßigt fühlen, lückenlose Aufklärung zu fordern. Alles andere wäre mit zweierlei Maß gemessen. Außerdem ist jeder Mensch Botschafter seines Herkunftslandes. Durch sein Verhalten wirft jeder Licht oder auch Schatten auf seine Heimat. In diesem Sinne schließe ich mich den offiziellen Wahlspruch der Türkei, man möge sich in all die Türken, die sich in der BRD ganz wieder heimfühlen, hinter die Ohren schreiben, empfahl der alte Schwurbler sagt.wordpress.com. Und letzte Nacht stellten wir noch ein, dass sich der Türke Ali Aizgo über den Tod von Daniel S. im Internet freute, so im brd-schwindel.org zu lesen. Er fand das in Ordnung, dass der Daniel S. verstorben sei. Krisenvorbereitung. Sind Sie auf Katastrophen vorbereitet? Verfügen Sie über ausreichende Nahrungs- und Trinkwasservorräte, damit Sie im Falle von Naturkatastrophen, Zusammenbruch der Wirtschaft, Pandemie, Krieg überleben können? Und sind Sie in der Lage, sich zu verteidigen, wenn ein gesetzloser Mob an Ihre Tür klopft und es keine Polizei mehr gibt, die Ihnen helfen könnte? Sie werden nicht kommen. Dazu gehören Aspekte wie Lebensmittel, Treibstoff, Bevorratung, Wasserversorgung,
Gartenbau zur Selbstversorgung, medizinische Vorräte und Ausbildung, Kommunikation, Selbstverteidigung, Sicherheit am Zufluchtsort, Architektur eines Zufluchtsortes, Notfallausrüstung, Sachwerte, sinnvoller Vorrat an Tauschobjekten sowie eine Vielzahl traditioneller Pionierfähigkeiten für ein autarkes Leben. Zwei Buchtipps zu diesem Thema finden Sie auch bei marialourdesblog.com. Luxemburg. Der Europäische Gerichtshof, der EuGH, muss nach einer Klage der Kommission darüber entscheiden, ob die Bundesrepublik Deutschland das VW-Gesetz nach einem Urteil aus dem Jahre 2007 gemäß den EU-Vorgaben geändert hat. Wenn nicht, dann droht der Bundesregierung ein Strafgeld in Höhe von 300.000 Euro pro Tag und dem Land Niedersachsen ein Einflussverlust bei VW. Eine Frechheit sondergleichen, was sich dieser Mob in Brüssel erlaubt. Durch das VW-Gesetz durfte Niedersachsen als Aktionär je 2/3 im Aufsichtsrat stellen, ohne dass die Hauptversammlung darüber abstimmt. Diese Einflussnahme wurde durch die EU-Kommission verhindert. Außerdem besagt das VW-Gesetz, dass kein Aktionär mehr als 20% der Stimmrechte ausüben kann, auch wenn er mehr Anteile am Konzern besitzen sollte. Durch diese Sperrminorität sollte Niedersachsen mit seinem Anteil von 20,2% ein Vetorecht in allen wichtigen Entscheidungen behalten, informierte deutschewirtschaftsnachrichten.de. Die gute Nachricht von gutenachrichten.com: Bis zum Jahr 2050 der Strombedarf komplett aus der Sonne, Wind, Biomasse und so weiter gedeckt werden soll, tritt die Speichertechnologie immer mehr in den Vordergrund. Die wohl beste Speichertechnik haben sogenannte Redox-Flow-Batterien. Diese Batterien speichern Energie in Elektrolytlösungen. Man kann mehrere dieser Zellen nebeneinander stapeln, nannte Stacks Erhöhung der Akkuleistung. Sie sind kostengünstig, robust, langlebig, individuell anpassbar. Dem Fraunhofer Institut für Umwelt, Sicherheit und Energieumsicht Technik in Oberhausen ist bei diesen Batterien der Durchbruch gelungen. Die Forscher von Umsicht haben es geschafft, die Größe der Stacks und somit deren Leistung deutlich zu erhöhen. Der Wirkungsgrad des auf der Hannover Messe im April zu sehenden Prototyps liegt bei sehr guten 80% und man kann aus ihnen Strömen bis zu 500 Ampere ziehen, respektive die Batterien belasten. Hinweis: Freie Energie kommt ohne Akkus aus und meines Erachtens wird der Energiebedarf sowie dessen Herstellung in der Zukunft völlig anders aussehen. Das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Wer morgen noch hierher kommen möchte, meldet euch bitte an, meldet euch relativ schnell an. Hotelzimmer, wer möchte, sind zu bekommen. Wenn selbst nicht im Hause, dann selbstverständlich im Hotel direkt nebenan an. Wir haben mit ihm gesprochen und haben das auch mit dem Hotelier, wo wir uns befinden, abgesprochen. Würde mich freuen, wenn ihr kommt. Schönen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns wieder, eventuell bis morgen. Euer Honigmann. Tschüss.